Willkommen zurück bei Let's Play Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, wir sind hier immer noch beim Jump and One mit Ronald Weasley. Okay, okay. Also mache ich das hier. Und ja. Machen wir einfach weiter. Was passiert denn, wenn ich das hier mache? Dann ziehe ich dann irgendwas. Da gucke ich gleich mal vorbei. Erstmal. Oh, jump ich hier drüber. Was ist das denn für ein Geräusch? Ich lasse mich gerade hier anspucken mit Birdie Bezogen. So, knapp manchmal. Und ein neues Schild. Dingen. Jetzt haben wir insgesamt 6 Stück und es lädt. Sammle so viele Bohnen in allen Geschmacksrichtungen und ich kann es nie zu Ende lesen, weil einfach so viel hier immer ist. Okay. So, wir müssen da hoch. Haben wir denn hier irgendwas? Nein, aber da oben. So, wie kommen wir denn aber dahin? Wissenschaft, nee. Warte mal. Wie machen wir denn das? Da, okay. Da kommen wir gleich hin, ne? Hier gibt's auch ein. Oh, Mensch, versteckte Sachen hier alle. Ich hab die Glocken geläutet. Ist gut. Hepper. Kabarettraktum und ich gehe hier zur Kiste. Und zu dieser Kiste. Und es regnet Bortiwurz Bohnen. Und ein anderes Schildchen habe ich hier gefunden. Jetzt haben wir insgesamt 7 von 9. Haben wir noch eine vergessen? Nee, ich glaube nicht. Dann gehen wir mal weiter. Okay, da geht's hoch. Erstmal Capere Tractorum, wir uns hier mal hin. Das war ein doofes Wort, ich weiß. Hier kann man weitergehen. Da will ich aber noch nicht weitergehen. Ich möchte nämlich das Schildchen da holen. Ich ziehe daran, dann kommt das hier. Nee, da aktiviert sich das. Zack. Oh, oder? Zack. Hallo. Hallo, hallo. Bist du auch so gelangweilt? Hallo? Oh. Ein neues Secret. Hallo, mit einer Kiste. Und was gibt's hier? Bortiwurz Bohnen. Und eine neue Karte. Ist das die nächste Vampirkarte? Was hier oben? Die nächste Vampirkarte, Lady richtig. Carmilla Sanguina, 1561 bis 1757, badete im Blut ihrer Opfer, um ihre jugendliche Schönheit zu bewahren. Super. Was haben wir eigentlich hier? Musik? Hier haben wir doch gar keine Musik. Okay. Du sagst nichts mehr, du sagst auch nichts mehr. Auch nichts mehr, Tschassi Kospadel. Okay, da können wir hier runter. Oh, ist aber gefährlich jetzt gewesen. So, dann da hoch und weiter.
Hallo. Hallo. Ist da. Da sehe ich schon wieder einen Raum. Und ich weiß natürlich, was da drin ist. Weil ich es ja schon mal angespielt habe. Das sind doch voll. Double Kill. Noch ein Double Kill. Also ein Quad. Glaube ich. Hallo Homura! Oh. Ictus Emsa! Hip! Ah! Ictus Emsa! Ah! Ictus Emsa! Ictus Emsa! Oh, nicht so laut, Mann! Ictus Emsa! Ihr seid so laut! Nervigen. Hallo Homura! Viecher! Depulso! Hallo Homura! Kürbispateten. Nee, Kürbisse. Mist. Impulso. Sag ich immer, was war. Impulso. Impulso. Eine neue Vampirkarte. Dann haben wir alle Vampirkarten. Das ist gut. So, die letzte Vampirkarte ist. Bloodwin Blood. Geboren 1923. Bekannt als Vampir aus der Tiefe, sang mit klangvollem Bass für seine Opfer, bevor er sie in den Hals biss. Okay. Epische Musik wieder. Haben wir sonst hier irgendwas? Können wir einen Fan ziehen? Fähnen? Fahnen meine ich natürlich. Sprechen ist doch nicht mein Ding. Das ist hier, weil. Warte mal. Hallo, Homura! Alter, hör auf, so zu sein. Ja, hallo, Homura! Erstmal ist hier eine Kiste. Ganz viele Kürbissen. Lecker. Elasto. Und dann ist hier ein Elasto-Ding. Und wir können hoch. Haben wir jetzt das Schild eingesammelt? Ja, wir haben 9 Stück. Tatsächlich. Wir sind gar nicht so schlecht dabei hier, ne? Die sagen schon fast durch. Ach, guck mal, da hinten. Da. Wir schauen das letzte Ding. Die letzte Karte. Die dicke Karte. Die Endkarte. Was hat denn? Ey. Hallo? Was hat der für ein Bug? Ich bekomme nicht den Schokofrosch. Was ist das? Oh, der Schokofrosch. Hallo? Gib mir den Schokofrosch. Natürlich wusste ich, dass das kommt. Wir werden immer verarscht. Alles klar, das ist die Final Card. Das Final Schild. Und? Du hast alle 10 Aufgabenschilde gefunden. Ah, wir brauchen 10. Also in den Bohnen-Bonusraum gehen. Nice. Ah, wow. Geil. Das hier ist der Bohnen-Bonusraum? Ganz genau, Ron. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Nice. Bam. Warte. Und zack. Juhu. Ey, hör auf, hör auf. Ich will nicht. Was ist das denn für ein Bug? Danke. Scheiße. Nice, 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 nice. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Ach, ich muss sie sogar nicht anzaubern. Elasto! Hip! Hip! Ganz viele Bohnen, ganz viele Bohnen. Schafft man es eigentlich, alle Bohnen hier zu sammeln in dieser Zeit? Hip! Zack. Elasto!
schon. Zack. Nice, nice, nice. Komm. Ganz viele Bohnen. Lecker, lecker, lecker. Wir Bohnen. Bortibots Bohnen. Ach ja. Ich brauche Bohnen. Bohnen. Gib mir ganz viele Bohnen. Oh, die Zeit wird knapp. Oh, und. Oh, ich muss nochmal hier. Oh, Mist, ey. Aber wir haben ganz schön viele bekommen. Das war einfach klasse. Das war wirklich klasse. Wo sind wir? Durch diese Türen gelangen wir zu jeder Zauberspruchaufgabe, die wir gelöst haben. Versuche es noch einmal mit der Capere Tactum Aufgabe, wenn du möchtest, Ron. Oder wir laufen ein bisschen rum. Ganz wie du möchtest, Ron. Capere Tactum habe ich schon. Wir laufen ja rum hier, ne? In Hogwarts. Ich hoffe, man hört gerade nicht den Regen, der auf mein Dachfenster drauf regnet. Dachfenster sind immer schlimm, wenn es regnet. Schau, ich glaube, wir sind im Nebenzimmer herausgekommen. Ich habe von diesem Raum gehört. Diese Porträts sind Abkürzungen zu jedem Stockwerk im Schloss. Ich frage mich, wie wir an die Passwörter kommen. Harry Potter, genau nach dir habe ich gesucht. Hallo Fred, wo ist George? Kümmert sich oben um den Laden. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für dich, Harry. Die Karte des Rumtreibers. Damit findest du dich in Hogwarts zurecht. Wow, danke, Fred. Der andere ist gerade durchgelaufen. Um diese Karte zu öffnen, kannst du jederzeit die Tab-Taste drücken. Komm, folg mir nach oben. Ich führe dich zum Laden. Warte mal. Karte ist rumtreibst. Da sind aber keine Dinge jetzt, ne? Ist egal, mit dem findest du Schloss und die Ländereien. Okay, also wir sind im Erdgeschoss. Kiaka. Interessant. Natürlich, war's das mit dieser Folge. Es wird erstmal gespeichert. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Fred und George schmecken einfach am besten. Bin gerade auf dem Weg nach oben. Muss Energie für ein Quidditch-Spiel tanken. Ja, okay. Wir schauen nächste Woche, nicht nächste Woche, sondern nächste Folge, in den Laden von Fred und George rein. Beziehungsweise wir folgen George oder Fred? Weiß ich gerade nicht mehr. Egal. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tut mir leid, Harry. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Ich muss einen ganzen Sack Bertie Botsbun im Laden von Fred und George ausgeben.